die Offenbarung Allahs festgehalten im Koran für die meisten Muslime die wichtigste Quelle ihres Glaubens. Auch für Ahmadis ist der Koran ein wichtiges Zeugnis, für sie aber nicht das einzige. Die Gemeinschaft setzt vor allem auf die Idee ihres Gründers Mirza Ghulam Ahmad, ein britisch-indischer Gelehrter aus dem 19. Jahrhundert und Namensgeber der Bewegung. Für welche Werte sie steht, macht die Ahmadiyya bei ihrem jährlichen Treffen in der Messe Karlsruhe deutlich. Wir stehen zu den Werten des Islams. Dazu gehört bei uns also auch die Geschlechtertrennung im vertretbaren Rahmen. Dazu gehört eben auch der religiöse Bezug zu den fünf Grundpfeilern des Islams. Also das Gebet ist für uns wichtig, ja, die Pilgerfahrt ist für uns wichtig, der Heilige Koran ist uns, für uns wichtig. Die Ahmadis selbst verstehen sich als Vertreter einer reformorientierten Islamlehre. Politisch und gesellschaftlich liberal, gleichzeitig aber auch konservativ in ihren Werten. Mit ihrer Versammlung wollen die Gläubigen ein Zeichen setzen gegen islamistischen Terror und für einen friedlichen Islam. Das schlechte Image, das dem Islam auch hierzulande bisweilen anhaftet, für die Ahmadiyya ein wichtiges Anliegen. Wir stellen uns dieser Debatte. Wir sind die einzigen Muslime, die in den neuen Bundesländern Informationsstände aufbauen. Dort machen wir die Erfahrung, dass viele Menschen froh sind, überhaupt mal mit einem Muslim ins Gespräch gekommen zu sein. Also wir nehmen diese Herausforderung an und sehen da also auch eine positive Entwicklung. Zum sechsten Mal bereits treffen sich rund 40.000 Ahmadis in Rheinstetten zum Austausch, diskutieren und beten 3 Tage lang Seite an Seite. Angeführt vom Oberhaupt der Glaubensgemeinschaft, dem selbsternannten Kalifen. Karlsruhe, Rheinstetten ist ein toller Platz, eine gute Location. Wir haben hier große Hallen. Es könnte langsam auch eng werden für uns hier, aber solange wir hier noch reinpassen, also bleiben wir hier. Gut möglich also, dass sich die Ahmadiyya auch im nächsten Jahr in der Karlsruher Messe einfindet. Steigen die Teilnehmerzahlen, könnte es dort künftig ein wenig eng werden. Das für Muslime wichtigste Buch hat bei den Ahmadis aber auf jeden Fall Platz.